fahren hier auf der Schwanenstraße und fahren auch wieder an diese abknickende Vorfahrtsstraße ran. Haben hier auch wieder ein Stoppschild, aber diesmal kommen wir aus einer anderen Position. Das heißt also, wir lassen erstmal die Fußgängerin rüber. Und das Auto, das blaue Auto auf unserer linken Seite, vor dem haben wir Vorfahrt. Das heißt, wir beobachten nur die abknickende Vorfahrtsstraße, sehen, da ist keiner und setzen unsere Reise fort. Die beiden untergeordneten Straßen.